Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Ich freue mich so sehr auf 2020, aber der Reihe nach. Heute habe ich meinen Jahresrückblick für euch in dem Bereich Bücher und YouTube. Ich habe ja insgesamt 3. Und ja, ich will euch mit euch ein bisschen reflektieren, wie das Jahr 2019 lesetechnisch und auch YouTube-technisch gelaufen ist, was ich mir vielleicht vorgenommen hatte oder auch nicht. Und ja, welche Auswirkungen das auch auf das nächste Jahr hat. Fangen wir einmal an mit den Büchern. Ein sehr spannendes Thema, womit ich mich das ganze Jahr noch nicht beschäftigt habe. Ich habe hier auf einer Liste aufgeschrieben, welche Bücher ich jeden Monat gelesen habe, wie viele Neuzugänge ich hatte und zum jetzigen Stand, welche Bücher von den Neuzugängen ich schon gelesen habe. Das ist auch sehr interessant zum Thema, wie viele Bücher von den Neuzugängen suppen jetzt eigentlich bei mir herum. Ja, und dann habe ich noch verglichen, wie viele Bücher ich bei Goodreads eingetragen habe. Ich hatte mir bei Goodreads ursprünglich, glaube ich, 100 Bücher vorgenommen. Und dann hatte ich das geknackt und dann habe ich das auf 125 hochgesetzt. Aktuell habe ich bei Goodreads für das Jahr 2019 129 gelesene Bücher. Allerdings, ich habe mir das Leben ein bisschen schwer gemacht. Ich muss mal gucken, wie ich 2020 damit umgehe. Weil ich immer dachte, naja, ich möchte das Buch erst dann bei Goodreads reinstellen, nicht wenn es gelesen ist, sondern wenn ich auch noch eine kleine Rezension dazu schreibe. Manchmal ist die ja länger, wenn es ein Rezensionsexemplar ist, manchmal ist die kürzer, je nachdem, wie viel ich loswerden möchte. Und dadurch habe ich tatsächlich viele Bücher, die ich gelesen oder gehört habe, noch gar nicht eingetragen. Ich habe dann irgendwann jetzt zum Jahresende damit angefangen, einfach dann doch Bücher als gelesen zu markieren, auch wenn ich noch nicht diesen Leseeindruck geschrieben habe. Fakt ist, ich habe mir das Leben schwer gemacht, denn dieser Leseeindruck ist ja eigentlich total unwichtig. Den kann ich auch irgendwann später machen oder überhaupt. Und warum bin ich eigentlich so ein Monk, dass ich zu jedem gelesenen Buch einen Leseeindruck brauche? Denn, liebe Leute, ich habe dieses Jahr gelesen 181 Bücher. Wenn ich für 181 Bücher einen Leseeindruck hinterlassen möchte, dann habe ich ganz schön zu tun. Und ja, das ist eigentlich gar nicht wichtig, zu jedem gelesenen Buch einen Leseeindruck abzugeben. Aber gut, und ihr seht, zwischen 181 und 129 ist noch ein kleiner Unterschied. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich mir dafür nehme, bei Goodreads nochmal nachzugucken, welche Bücher ich nun schon eingetragen habe oder nicht. Wie gesagt, das ist nicht wichtig. Ich habe meine Challenge geschafft. So, fürs nächste Jahr nehme ich mir, glaube ich, wieder pauschal 100 Bücher vor. Und warum ich immer vom nächsten Jahr sage, heute ist der 31.12. Deswegen lasst euch nicht verwirren. Das nächste Jahr ist bei mir noch aktuell 2020. Ja, auf jeden Fall 181 Bücher. Ist krass, habe ich nicht damit gerechnet und gefällt mir gut. Muss aber nächstes Jahr nicht sein. Also wenn ich nächstes Jahr weniger Bücher lese und dafür meine anderen Projekte schaffe, es gibt noch ein Jahresvorhaben für euch für 2020. Und da habe ich einige spannende Projekte für mich vor. Und dann ist es auch okay, wenn ich nicht mehr so zum Lesen komme. Fakt ist, ich hatte etwas weniger Neuzugänge als gelesene Bücher, nämlich 174 Bücher sind dazugekommen und davon habe ich 119 gelesen. So, das heißt immer noch 60, ich glaube 55 müssen es sein, 55 ungelesene Neuzugänge sozusagen. Wobei da noch ein bisschen mit reinspielt, ich habe auch Bücher unangefragt zugeschickt bekommen, etwa, sagen wir mal, 10, die ich noch nicht gelesen habe und die ich zu Teilen auch nicht lesen werde. Das ist also relativ, aber bleiben sozusagen immer noch 45 ungelesene Bücher von insgesamt 174 bzw. dann 164, die ich mir bewusst gekauft bzw. angefragt habe. Das ist kein so schlechter Schnitt. Wenn ich jetzt auch so ein Videoformat drehen würde, wie zum Beispiel Bookmarkt oder ich weiß gar nicht, ob die Steffi das auch noch macht, zum Thema, welche Bücher habe ich mir im Januar 2019 gekauft bzw. zugeschickt bekommen und welche sind davon noch offen, würde der Schnitt gar nicht so schlecht aussehen. Ja, aber trotzdem 174 Bücher muss man im Jahr nicht, also das ist trotzdem ganz schön viel.
Was ich zum Beispiel noch vorhabe, das erzähle ich ein bisschen intensiver auch nochmal den Neuzugängen. Ich habe jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre lang nicht meinen Sub gezählt. Das möchte ich jetzt demnächst irgendwann im Januar, Februar spätestens mal tun, um mal zu gucken, wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand. Und was ich definitiv auch noch möchte, ist aussortieren. Mal wieder fleißig. Und ich habe vor einem halben Jahr oder so, habe ich bei Rebuy und Momox insgesamt für 180 Euro Bücher verkauft. Das könnte man auch mal wieder tun. Ja, das zum Thema Lesen war ein spannendes Lesejahr. Ich habe auf der Suche nach meinen Flops und nach meinen Highlights, die Videos werden im Laufe des Januars auch noch kommen, nochmal so ein bisschen resümiert, wie das Jahr gelaufen ist. Gar nicht mal so schlecht. Also ich habe viele tolle Autorinnen und Autoren entdeckt und ja, wirklich viele tolle Bücher gelesen, auch von meinem Sub, die da schon vor sich hingammelten. Das war wirklich eine schöne Lesezeit. Natürlich ist auch ein bisschen Ausschuss. Was ich definitiv auch reflektieren kann, ich glaube, dieses Jahr ist das Jahr, wo ich am meisten Bücher abgebrochen habe. Alleine jetzt im Dezember 2. Was jetzt nicht heißt, dass ich jeden Monat 2 Bücher abgebrochen habe. Aber vorher hätte ich dann diese Bücher einfach zu Ende gelesen oder sie wären halt zurück auf dem Sub gelandet, wo ich dann sagen muss, nein, man kann auch Bücher vom Sub entfernen, indem man sagt, okay, ich lese es, ich gebe dem Buch eine Chance und dann breche ich es ab. Und dann kann es auch, obwohl ich es nicht gelesen habe, von meinem Sub runter. Ihr merkt, ich bin manchmal wirklich ein bisschen monkig. Ja, das war früher noch schlimmer. Ich habe es ja immer noch nicht geschafft, euch mein ungesundes Lese- und Subverhalten mal zu filmen. Das habe ich euch schon vor einem Jahr versprochen, weil ich einfach keine Lust habe, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Aber ich stehe mir tatsächlich manchmal selbst im Weg. Aber es gibt ja 1000 Gründe, warum ich Depressionen hatte. Und ja, aber ein Grund ist, dass ich manchmal an Dingen festhalte, an dem kein Mensch festhalten muss. So, das zu meinem Lesejahr. Soweit, wie gesagt, die Highlights von Tops und Flops drehe ich euch noch gesondert ab. Und noch kurz zum Thema YouTube. Es war ein sehr spannendes YouTube-Jahr für mich, weil ich auch einfach mal viele Formatideen ausprobiert habe, auf die ich Lust hatte. Zum einen habe ich viel mehr Kerzenvideos gemacht, nicht nur die Neuzugänge. Ich hatte irre viele Tauschpakete. Wobei ich denke, dass das nächstes Jahr abnehmen muss. Ich habe nämlich mittlerweile so viele verschiedene Kerzen und Tüten. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich komme gerade nicht hinterher. Und da wird sich definitiv nochmal was verändern in 2020. Ich hatte dann das Duftroulette. Ich habe Auslosungsvideos gemacht. Ich hatte meinen Müll gesammelt und sozusagen meine Beauty-Produkte, meine aufgebrauchten Produkte gezeigt. Dieses Format gibt es aktuell nicht mehr. Ich sage auch gleich, warum. Ich hatte eine Pen That Palette Challenge, wo ich eine Lidschatten-Palette jeden Monat zeigen wollte. Ich hatte eine Nagellack-Aufbrauch-Challenge. Die hat mir von allem am meisten Spaß gemacht. Und ich hatte eine 10-Pen-Challenge, wo ich mir 10 Produkte rausgesucht habe, die ich aufbrauchen wollte und was ich euch auch monatlich zeigen wollte. Diese Formate gibt es alle nicht mehr. Und ja, ich habe die Faustreihe gemacht. Ich habe 4 Videos zum Thema Buchbesprechung Faust, ein Porträt zu Faust, Mephistopheles und Gretchen. Ein kleines Herzensprojekt von mir, auch wenn es aktuell noch kaum jemand geguckt hat. Das ist aber nicht weiter wild, weil ich mir einfach überlegt habe, also ich wollte Faust lesen. Und habe dann gedacht, naja, dann kann ich es auch ein bisschen so aufbereiten, dass es auch anderen Menschen was bringt. Und das ist definitiv eine Botschaft, die ich mir mit ins neue Jahr nehme. Nämlich wieder mehr Videos zu machen, um anderen etwas mitzuteilen. Und das ist der Grund, warum diese anderen 4 Formate zum Beispiel ausgefallen sind. Ich glaube, was ich zuerst gestrichen habe, sind diese Aufbrauch-Challenges, also Pen That Palette und 10-Pen-Challenge, weil ich einfach für mich gemerkt habe, ich benutze gar nicht so viele Beauty-Produkte und mein Aufbrauch-Modus jeden Monat ist so gering, dass es eigentlich sinnlos ist, dieses Video überhaupt zu drehen. Und ja, und was haben andere davon? Und dem folgte dann sozusagen auch meine
aufgebrauchten, mein Müll, ja, meine aufgebrauchten Beauty- und Pflegeprodukte. Ich gucke das zwar bei anderen auch mal gerne, um einfach so Ideen zu haben, was es noch so für Produkte auf dem Markt gibt. Aber bei den meisten Produkten, die ich verwende, also ich habe wenige Produkte, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind. Oder bei den meisten kann ich einfach nur sagen, ja, habe ich ausprobiert, war okay. Ein anderes Produkt war auch okay. Also sowohl bei der Haarwäsche als auch, weiß der Geier, es gibt auch verschiedene tolle Bodylotions und so weiter. Ich kann da einfach keine signifikante Information rüberbringen, wo ich dann sozusagen so ein bisschen gestruggelt habe, was bringt dieses Video, außer ein paar Klicks sozusagen, ja. Was kann ich euch damit überhaupt mitteilen, außer das Produkt habe ich aufgebraucht. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, außer dass es mir gut tut. Ob es für andere funktioniert, weiß ich gar nicht. Und ja, das hat diese Formate für mich irgendwie sinnlos gemacht. Und das letzte Format, davon habe ich mich eigentlich ein bisschen ungern getrennt, weil ich es geliebt habe, nämlich meine Nagellacke aufzubrauchen. Und das sozusagen jeden Monat immer zu zeigen, wie ich vorangekommen bin. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Macht mir auch Spaß, wenn ich Zeit habe, solche Formate bei anderen zu schauen. Allerdings habe ich dann mir mal ein paar neue Nagellacke gekauft, um einfach ein bisschen andere Farben zu haben. Und dann ging das immer so, naja, du kannst den neuen Nagellacke aber nicht ausprobieren, weil du musst ja den Leuten quasi einen Fortschritt zeigen. Muss ich überhaupt nicht. Dann habe ich irgendwann gedacht, oh, weißt du, dann lass doch das Format und probiere einfach deine tollen neuen Nagellacke aus. Und dann ist gut. Und dementsprechend, das war ja komplett Beauty-Bereich, den ich einfach mal ausprobiert habe bei Susan Lives. Ich heiße ja nicht mehr Susan Lives bzw. Waldschrat Lives, sondern ich habe jetzt ein offeneres YouTube-Label, whatever. Und ja, und habe quasi diesen Beauty-Bereich einfach mal für mich ausprobiert, mich mal getraut. Früher dachte ich immer so, ah, naja, interessiert überhaupt keinen und ob du überhaupt was mitteilen kannst. Und dann habe ich einfach mal gesagt, nee. Wenn du jetzt Bock auf die Formate hast, dann probier sie aus. Ich habe sie ausprobiert und ich habe festgestellt, sie bringen mir einfach nichts. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich euch damit einfach nichts mitteilen kann. Ja, also wenn ich über Bücher rede, ja, dann kann ich immer mal jemanden inspirieren oder wisst ihr wie. Aber mit diesem Beauty-Kram, so. Deswegen, das habe ich gestrichen. Kerzen werde ich vorerst beibehalten, aber ich struggle tatsächlich so ein bisschen mit dem Thema. Also es wird definitiv weniger Kerzenformate geben. Und worauf ich viel mehr Bock hätte, ist sowas wie die Faustreihe. Also dass ich mir zum Beispiel Dürrenmatt anschaue oder Shakespeare und da wieder so eine kleine Reihe produziere. Weil da denke ich, okay, wenn ich es verstanden habe, ich bin ja nun kein Deutschlehrer, sondern ich mache Geschichte, Ethik und Sozialkunde. Und naja, aber so kann ich trotzdem so ein bisschen meinem Beruf zufolge und meiner Leidenschaft, dem Lesen zufolge, etwas mitteilen, was anderen etwas bringt, hoffentlich. So, und ja, und das macht mir dann auch mehr Spaß. Also, wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich tue, auch irgendwie einen höheren Sinn hat. Genau. Und ja, das war YouTube, falls sich jemand für irgendwelche Zahlen interessiert. Da bin ich nicht so firm. Ich habe jetzt aktuell 1660 Abonnenten. Ist vielleicht auch mal interessant für mich zu wissen, in einem Jahr, falls ich das Video drehe. Ich habe dieses Jahr vielleicht 200 oder 300 neue Abonnenten dazu gewonnen. Ich habe mich nicht so viel darum gekümmert, aber falls es irgendwie von Interesse sein sollte. Und ich habe vergessen zu gucken, wie viel ich dieses Jahr eingenommen haben könnte. Ich verdiene monatlich etwa 25 Euro mit YouTube. So, nur so als Zahl und auch als, falls es euch interessiert, wie viel jemand mit 1660 Abonnenten mit YouTube verdient. Ich denke, das ist eine ganz spannende Information, auch für andere, die sich vielleicht dafür interessieren, einen YouTube-Kanal aufzumachen. Man sollte es niemals tun, des Geldes willen. So, also das mache ich nicht. Ich habe einen Job. Ja, YouTube ist mein Hobby, aber wen das interessiert, ich habe kein Problem damit, diese Information zu teilen. Jo, nächstes Jahr möchte ich, wie gesagt, gerne mit YouTube noch ein bisschen was anderes ausprobieren und auch ein paar andere Formate. Ich habe jetzt angefangen, mal wieder ein Buch zu schreiben und ich habe mir überlegt, dass ich nächstes Jahr auch zum Thema Bücher schreiben ein bisschen was produzieren möchte, um euch einfach so ein bisschen daran teilhaben zu lassen und um auch zu zeigen, weil ich habe auch immer so eine große Hürde gehabt, ach Mensch, das Buch, das wird nie fertig und
wie lange das dauert und was es für Techniken gibt. Und ich denke, wenn ich sozusagen, während ich lerne, euch auf diesen Prozess mitnehme, habe ich erstens für mich sozusagen wie ein Tagebuch und zweitens kann ich euch auch zeigen meine Tries and Errors und daraus kann man, denke ich mal, auch wieder was lernen. Und ja, das finde ich dann wieder sozusagen spannender als Beauty-Kram. So, das war's von mir. Jahresrückblick, Lesen und YouTube. Es gibt ja noch einen zum Thema mentale Gesundheit, Depression, Wiedereinstieg. Falls euch das interessiert, verlinke ich euch. Und ja, ich mache auch noch ein Video zum Thema mein Schreibprojekt 2019. Wie ist es gelaufen? Wie gesagt, um euch ein bisschen mitzunehmen und B, weil es mich auch selbst interessiert, dass ich nämlich nächstes Jahr gucken kann, nochmal live, wie habe ich mich dieses Jahr gefühlt, wie viel habe ich geschafft und wie ist sozusagen die Entwicklung. Finde ich super spannend, freue ich mich auch schon drauf. So, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und bis bald. Tschüss!